Sag mal, leidest du auch unter einem Narzissten und weißt nicht weiter? Möchtest du wissen, wie du Narzissten entkommst und dich gegen sie wehren kannst? Dann bist du nicht alleine, denn viele Menschen haben mit diesem Problem zu tun. Heute verrate ich dir 5 einfache Tricks, mit denen du dein Leben wieder lebenswert machen kannst. Narzissten können unglaublich manipulativ sein und zu großen Leiden führen. Doch es gibt Wege, sich von ihnen zu befreien. Lass uns gemeinsam lernen, wie das geht. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Ich unterstütze Menschen dabei, ihre Persönlichkeit zu entfalten und auf ihrem Lebensweg voranzukommen. Für viele Menschen ist es sehr schwer, sich Narzissten gegenüber behaupten zu müssen, und dies bedeutet oft auch großes Leiden. Glücklicherweise kann man diesem Leid ein Ende setzen, indem man die folgenden Wege geht. Am Ende von diesem Podcast werde ich dir einen effektiven Trick verraten, wie du dich sofort von einem Narzissten lösen kannst. Also bleibe dran und höre dir den gesamten Podcast an. Der erste wichtige Punkt ist, dass du klare Grenzen setzt. Es ist wichtig, dass du dir selbst immer wieder klar machst, welche Verhaltensweisen von deinem Gegenüber du akzeptierst und welche du nicht akzeptieren möchtest. Das hilft dir, deine Grenzen konsequent einzuhalten und schützt dich vor weiteren narzisstischen Verhalten oder Schaden. Dadurch kannst du auch in schwierigen Situationen ruhig und in deiner Kraft bleiben. Der zweite Punkt ist, dass du die Psychologie der Narzissten verstehst. Dazu gehört, wie sie andere manipulieren und ihr Verhalten erkennen. Nur so kannst du anfangen, diese Psychologie zu beherrschen und dich gegen sie zur Wehr setzen. Zum Beispiel kannst du sie durch deine eigene Psychologie kontern, indem du versuchst, ihre negative Energie in positive Energie zu verwandeln. Dazu gehört ein einfaches Lächeln in bestimmten Situationen, um eine Konfliktsituation zu vermeiden und so den Narzissten in eine positive Energie zu leiten, ohne dass er es bemerkt. Der dritte Aspekt ist es, dich selbst immer wieder aufzubauen und zu stärken. Wenn du die Psychologie der Narzissten verstehst und deine eigenen Grenzen gezogen hast, musst du einfach nur beginnen, dein eigenes Selbstvertrauen wieder aufzubauen und deine persönliche Kraft zurückzugewinnen. Versuche auch Dinge, die dir positive Energie geben. Gehe spazieren, treibe Sport oder mache Yoga. Positive Aktivitäten helfen dir dabei, deine Energie zu stärken und dich selbst besser kennenzulernen. Vielleicht hast du auch Freunde, die du besuchen kannst oder eine andere schöne Aktivität, die dich aufbaut. Der vierte Tipp ist es, sich selbst zu lieben. Oftmals hat man Probleme mit Narzissten, weil man sich selbst nicht so liebt, wie man es sollte. Versuche deshalb immer wieder Dinge zu finden, die du an dir magst und die andere auch an dir mögen. Mache regelmäßig etwas für dich und stelle dir vor, was du alles erreichen könntest und möchtest. Stell dir vor, wer du in deinem Leben, in deiner Zukunft sein möchtest. Denn nur wenn du dich selbst liebst, kannst du narzisstischen Energien widerstehen und sie dir nicht mehr gefallen lassen. Die Selbstliebe bringt dich dazu, über den Dingen zu stehen und in deiner Kraft zu bleiben. Der Narzisst wird dies spüren und langsam mit seinen Angriffen aufhören. Der fünfte Tipp ist es, sich gut gegen negative Energien oder Beleidigungen zu schützen, denn auch wenn du all diese Punkte beachtest, gibt es immer wieder die Gefahr, dass Narzissten versuchen werden, sich in dein Leben einzumischen. Es ist deshalb wichtig, dass du Wege findest, die dich weiterbringen und dich vor solchen Energien schützen. Und jetzt kommt der Trick, den ich dir versprochen habe am Anfang des Videos, wie du dich von einem Narzissten befreien kannst.
Wenn du dich also in einer schwierigen Situation befindest, suche dir einen Ort, an dem du sicher bist, wo du auch allein sein kannst. Schließe deine Augen und stell dir vor, dass zwischen dir und dem Narzissten eine große Energiebarriere ist. Dann visualisiere ein helles, weißes Licht, das aus deinem Herzen kommt und um dich herum fließt. Dieses helle, weiße Licht lässt die negative Energie des Narzissten verschwinden und gibt dir so neue Kraft für dein Leben. Dann strecke deine Hand nach oben aus und lege die andere Hand auf dein Herz. Nimm dann ein paar tiefe Atemzüge und spüre die Energie, die in deinen Körper fließt und dich stärkt. Stell dir dabei vor, wie du in Zukunft den narzisstischen Bemerkungen keine Beachtung mehr schenkst und du deinen eigenen Weg gehst. Atme dann noch ein paar Mal tief ein und aus und lass die Energie durch dich fließen. Wenn du diese Übung immer wieder wiederholst, wirst du feststellen, dass du dich jedes Mal dabei stärkst und dass du kraftvoller wirst. Und so wirst du es schaffen, von dieser Beziehung loszulassen. Du bist nicht mehr so ausgesetzt, wie wenn du gar nichts machen würdest. Und diese anderen 5 Tricks, die ich dir noch genannt habe, sie helfen dir, wenn du dich von einem Narzissten befreien möchtest und dein Leben wieder lebenswert machen möchtest. Wenn du diese Tipps befolgst, wirst du mehr in deine Kraft kommen und dein Selbstvertrauen wieder aufbauen. Nutze diese Punkte, um dich vor narzisstischem Verhalten gut zu schützen. Denn dann kannst du wieder mehr Freude im Leben finden und lernen, wie man negative Energien loslässt, damit du ein glückliches und erfülltes Leben für dich gestalten kannst. Wenn dir dieser Podcast geholfen hat, vergiss nicht, dass es immer wieder schwierige Situationen geben kann und du trotzdem stark sein kannst. Teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, wie sie sich vor Narzissten schützen können. Und gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal, um weiterhin wichtige Podcasts zu erhalten. Ich bin so gespannt auf deine Erfahrungen, die du bitte unter dem Video einfach kommentieren kannst. Wir hören uns zum nächsten Podcast. Bis dahin sende ich dir eine Herzensumarmung, deine Smarana.